The Dodos und Substance hier bei Pop 10. Wir haben es heute schon mal angekündigt, ihr habt es vorhin schon ganz kurz gesehen. Wir gehen in so eine Art Bürolabyrinth, was ich selbst noch nicht so ganz verstehe. Aber dafür ist ja unser Gamer vom Dienst am Start. Tim Heintke ist live zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Tim. Hallo. The Stanley Parable heißt das Spiel. Und als ich ein bisschen nach Bildern gesucht habe im Netz, war das nicht so einfach. Was ich gefunden habe, waren so ein paar Let's-Play-Dinger und da läuft jemand durch so eine Art Großraumbüro. Das sieht jetzt erstmal unglaublich lame aus, aber ich bin mir sicher, es hat seinen Grund, dass du dieses Spiel ausgesucht hast. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, also The Stanley Parable ist so ein bisschen gerade so ein Indie-Geheimtipp, der jetzt gerade immer mehr so zum Mainstream schwappt, weil das ist ein Projekt eines 22-Jährigen, der gerne in die Games-Entwicklung einsteigen will. Und der hat sich einfach mal überlegt, ich baue mir mal ein kleines Spiel auf Basis der Source Engine, die ist bekannt durch so Spiele wie Half-Life zum Beispiel oder auch Counter-Strike. Also Spiele, die eigentlich dafür bekannt sind, dass man da ziemlich viel ballert. Aber bei Stanley Parable ballert man halt mal überhaupt nicht, sondern es geht um einen Typen, der einen ganz normalen Büroalltag hat, der soll so Daten analysieren und muss halt so ganz stupide Arbeit machen. Und der ist dann unterwegs in seinem Büro und muss rausfinden, warum dann auf einmal alle weg sind. Das ist so ein bisschen die Story dahinter und ja, das ist aber was ganz Besonderes, das Spiel, weil es halt sozusagen nicht nach den Regeln eines normalen Videospiels funktioniert, sondern weil es genau dagegen arbeitet und sozusagen den Spieler in eine Rolle setzt, in der er sozusagen gegen das Videospiel, also Entscheidungen treffen kann, die eigentlich das Videospiel gar nicht vorsieht. Und damit spielt das ein bisschen. Das heißt, man erweitert auf eine gewisse Art und Weise das Spiel, wie es vom Programmierer niemals vorgesehen war. Man hat quasi eine Welt und in der bewegt man sich dann und ist da so ein bisschen ja quasi nicht richtig vorhersehbar für die Logarithmen dieses Spiels. Naja, also klar, der Entwickler hat es natürlich schon irgendwie vorgesehen, weil logischerweise kannst du nicht gegen den Code von einem Spiel irgendwas machen. Aber es gibt sozusagen, das Spiel wird personalisiert durch einen Erzähler. Es gibt eine Erzählerebene. Und der Erzähler sagt dir sozusagen auch in seiner Geschichte, indem er dir erzählt, was du machen sollst. Also beispielsweise am Anfang stehst du vor zwei Türen und du kannst links und du kannst rechts gehen. Und der Erzähler sagt sowas wie, und Danny ging nach rechts. So, dann kannst du natürlich nach rechts gehen und die Story geht weiter. Oder du kannst einfach sagen, nö, ich gehe nicht nach rechts, ich gehe doch mal nach links. So ungefähr. Und dann muss sich der Erzähler sozusagen, also das Spiel, darauf einstellen, was du eben für eine Entscheidung getroffen hast. Das ist ja, das genau. Ist ja quasi so ein bisschen wie, da, eigentlich ist das ja das, was zum Beispiel gerne so interaktives Fernsehen sein möchte. Dass man letztendlich eine Story baut aus ganz vielen Wahloptionen, die dann aufeinander aufbauen und jedes Mal wieder eine individuelle Story letztendlich liefern, weil es immer wieder anders gespielt werden kann. Genau. Das klingt ja, das ist spannend. Ja, das ist ja im Prinzip auch das, was eben, was Davey Reedon heißt der, er hat es halt bei Videospielen, die er selber gespielt hat, entdeckt, dass sie halt oft, gerade so, wenn es um AAA-Titel geht, also die ganz teuren, ganz großen Spiele, dass die immer so ein bisschen nach denselben Funktionsweisen funktionieren. Und das wollte er halt mal aufbrechen, indem er halt wirklich dem Spieler so ein Spiel gibt, wo der Spieler selbst eben auch eine gewisse Macht hat über das Spiel. Und das ist eben was ganz Neues. Das war jetzt ein sehr simples Beispiel mit den Türen. Es gibt da wirklich ganz, ganz viele Beispiele und das Spiel soll so ein bisschen auch mit dem ein bisschen Mindfuck-mäßig sein und es ist wirklich eine krasse Erfahrung und vor allem jedes Mal, wenn man das Spiel spielt oder auch vor allem jeder, der das Spiel spielt, auch von seinen Freunden und so, wird das Spiel anders erfahren. Deswegen macht es das auch so cool. Und macht es letztendlich auch so eine Art Gruppenerlebnis, über das man sprechen kann. Tim, eine Frage noch. Für welche Plattform und was kostet der Spaß? Genau, das ist für PC und kostet, glaube ich, 20 Euro, wenn ich mich nicht irre. Okay, gut, das ist ein vernünftiger Preis dafür, dass man das quasi immer wieder spielen kann. Alle Infos dazu haben wir euch auch nochmal auf pop10.de gepackt. Könnt ihr euch anschauen auf Blog unter Games. Da haben wir euch nochmal den Link geschickt und ein paar Anschaubeispiele zu Stanley Parable. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tim, danke für diesen wirklichen Indie-Tipp dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.